Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Manchester United. Endlich geht's los, die neue Saison steht bevor. Heute steht endlich der erste Spieltag in der Barclays Premier League an, in der stärksten Fußballliga der Welt. Und wir haben direkt am ersten Spieltag ein absolutes Topspiel, denn wir müssen zu Hause im Old Trafford gegen die Tottenham Hotspurs ran. Und ja, es wird ein extrem schweres Spiel werden. Ich bin ja sehr gespannt. Die Vorbereitung lief ja durchaus erfolgreich. Und ja, heute geht es also endlich los. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Spiel. Manchester United zu Hause im Old Trafford gegen die Tottenham Hotspurs. Los geht's! This is the legendary Old Trafford. Und damit herzlich willkommen zum Auftakt der neuen Barclays Premier League Saison. Die stärkste Liga der Welt geht in die nächste Runde. Eine neue Saison steht bevor. Manchester United heute am ersten Spieltag im Topspiel gegen die Tottenham Hotspurs. Ja, wir freuen uns auf hochklassigen englischen Fußball. Und da sehen wir schon zwei Spielerdebütanten heute bei Manchester United. Einmal Manolas als Innenverteidiger und einmal Isco heute auf der ZOM-Position. Und da haben wir auch schon Isco im Blick. Kam für 58 Millionen Euro von Real Madrid. Eine enorm hohe Summe, was der Manchester United auf den Tisch gelegt hat für den Spanier. Ja, eine neue Saison steht bevor. Wir suchen wieder einen neuen englischen Meister. Und hier gibt es jetzt erstmal die Aufstellung von Manchester United. Im Tor Romero. David hier hat sie leider verletzt in der Vorbereitung. Deswegen Romero heute erstmal im Tor. Dann die Abwehr mit Matteo Damian, Luke Shaw, Manolas und Smalling. Im Mittelfeld haben wir gesehen Bastian Schweinsteiger, der Neuzugang aus München. Und dann Morgan Schneider, den Memphis Depay. Und den Rest habt ihr selber lesen können. So, hier die Aufstellung von den Tottenham Hotspurs. Harry Kane, der Youngster vorne mit Christian Eriksen. Chadli ist mit dabei. Lamela, Dembele, Dier und im Tor. Ja, Hugo Lloris, ein extrem guter Torhüter. Er will natürlich 2016 zur Europameisterschaft in Frankreich seinen Teil dazu beitragen, dass Frankreich Europameister wird. Aber bis dahin ist nur eine lange Zeit. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Der Ball liegt bereit. Manchester United bekommt den Anstoß. Und dann freuen wir uns auf 38 spannende Spieltage in der neuen Barclays Premier League Saison. Anstoß für Manchester United. Das Spiel läuft. Und jetzt geht's also los. Das Old Trafford. Ein legendäres Stadion hier in England. Und heute ist es wieder randvoll bis unters Dach. Und Manchester United hat als erstes den Ball. Und sie kommen über Bastian Schweinsteiger. Neuzugang aus München. Die meisten sind natürlich gespannt, wie wird er sich hier bei Manchester United etablieren. Jetzt auf jeden Fall Schweini mal am Ball. Bastian Schweinsteiger sucht jetzt die Anspielstation, findet Luke Shaw auf der linken Seite. So, Luke Shaw wieder zurück zu Schweinsteiger. Schweinsteiger hat Platz. Schweinsteiger probiert es mit dem Direktschuss. Fünfte Minute, Hugo Lloris im Tor. Ohne Probleme, kann diesen Ball souverän abwehren. Erster Eckball für Manchester United gibt's. Klasse Abschluss. Aber Lloris im Tor. An diesem Braten kann ihn super parieren. Und es gibt den ersten Eckball. So, und der kommt von Bastian Schweinsteiger persönlich. So, Schweini sucht in der Mitte. Wen findet er da? Findet er leider niemand. Die Ecke war ein bisschen zu kurz gedreht. Aber Huamata holt sich nun den Ball. Verliert ihn aber Postman wieder. Lamela jetzt am Ball. Und jetzt Schattli. Die Tottenham Hotspurs versuchen sie jetzt erstmal zu befreien. Und zum Gegenangriff aufzubauen. Über Lamela. Mit dem Ball zu Christian Eriksen. Da bekommt Lamela wieder den Ball. Schweinsteiger drückt offensiv drauf. Aber jetzt kommt der Seinwechsel bei den Tottenham Hotspurs. Und da ist Kyle Walker am Ball. Kyle Walker verfolgt von Isco. Spielt den Ball weiter. Jetzt geht der Ball zu Dembele. Und dann ist Christian Eriksen wieder am Ball. So, der sieht auf der Außen mal wieder Lamela. Doppelpass hier. Und jetzt wieder Eriksen. Eriksen legt vor für Harry Kane. Der Zehner bei den Tottenham Hotspurs hat hier die erste kleine Chance. Ball geht aber deutlich am Tor vorbei. Ja, und hier sehen wir wieder einen von diesen Wechseln, was ich selber nicht verstehe. Sergio Aguero ist zum FC Bayern München gewechselt für 71 Millionen Euro. Das ist eine extrem hohe Summe. Aber naja, so, Luke Shaw jetzt am Ball. Da ist Bastian Schweinsteiger in der Mitte. Bringt den Ball direkt weiter. Da ist Juan Mata und der sieht Matteo Darmian. Jetzt Juan Mata. Mata vorne lauert Martial. Ja, Wayne Rooney heute nur auf der Bank. Martial hat heute den Vorzug vor ihm bekommen.
Und mal schauen, wie sich der Youngster Anthony Martial heute macht. Jetzt muss ja auf jeden Fall Laufduell Dembélé gegen Matteo Darmian. Matteo Darmian setzt sich dann im letzten Moment nochmal durch. Das war gefährlich. Dembélé wäre da in einer guten Position gewesen, eine gefährliche Flanke in die 16er zu schlagen. So, jetzt Juan Mata. Weiter geht's zu Isco. Isco jetzt mal auf dem Flügel unterwegs. Isco lässt hier den Gegenspiel stehen. In der Mitte ist Martial. Isco hat Platz. Isco hat Platz. Isco versucht es alleine, aber dann ist Wimmer dazwischen. Der Innenverteidiger bei den Tottenham Hotspurs nimmt dem Neuzugang bei Manchester United den Ball souverän ab. Weiter geht's. 18 Minuten sind hier gespielt. Wir sehen ein durchaus hochklassiges Spiel bis jetzt. Viele Torschüsse sehen wir zwar nicht, aber ja, die Taktik. Die Taktik macht momentan dieses Spiel aus. Beide gehen nicht voll in die Offensive. Beide stehen gut hinten. Und jetzt Harry Kane, ein bisschen gezogen. Foulspiel. Und jetzt will Dembélé diesen Freistoß natürlich schnell ausführen. Aber Manchester United stellt die Anspielstationen sehr gut zu. Freistoß gibt es trotzdem für die Mannschaft aus London. So, Romero fängt diesen Ball sicher ab. Ja, Romero, er hat sich wahrscheinlich selber nicht träumen lassen, dass er heute im Eröffnungsspiel der neuen Saison im Tor steht. Normal ist David De Gea bei Manchester United ja absolut gesetzt, aber ja, er hat sich ja leider verletzt in der Vorbereitung. Fällt wahrscheinlich vielleicht fürs nächste Spiel auch noch aus. Da müssen wir erstmal schauen, wie gut sich David De Gea wiederholt. Und jetzt kommen wieder die Tottenham Hotspurs über Kyle Walker. Spiel zurück, da ist Wimmer. Memphis Depay ist bis jetzt heute noch nicht so gut im Spiel drin. Bekommt wenig Bälle. Jetzt die nächste Aktion, aber da spielen sie sich gegenseitig den Ball ein bisschen zu ungenau zu. Jetzt Lamela auf der rechten Seite mit seiner Chance. Lamela versucht er gegen Luke Shaw, aber Luke Shaw schnappt den Ball und jetzt soll es schnell gehen. Da ist Isco und da startet Anthony Martial. So, jetzt die Chance für Manchester United. Martial auf dem Weg nach vorne. Martial gegen Lloris und Lloris pariert aufs Erste. Aber Memphis Depay kann hier nachsetzen. Memphis Depay auf dem Weg in die 16. Memphis Depay bringt die Flanke rein. Das ist ein Torschuss und Latte. Lattenknaller von Isco. Die ersten guten Chancen hier für die Red Devils. Manchester United macht ein gutes Spiel nach diesen Chancen und weiter geht's. Isco zieht den Ball. Aber Isco, das ist doch ein Foulspiel. Schiri sagt nein und lässt weiterspielen. Gute Chance hier für Martial und für Isco. Aber beide können nicht im Tor untergebracht werden. Und jetzt der Gegenangriff von den Tottenham Hotspurs. Aber Matteo Darmian fängt diesen freien Ball ab. Und spielt jetzt den sehr schönen Ball zu Bastian Schweinsteiger. So, sofort wieder Manchester United auf dem Vormarsch. Da ist Isco wieder am Ball. Isco, da startet Morgan Schneiderlin. Mischt sich jetzt auch ein bisschen offensiv mit ein. Schneiderlin sieht Martial. Martial versucht zu reden. Martial im 16er! Guter Abschluss! Und es müsste sogar Eckball geben, so wie es aussieht. Schauen wir nochmal drauf. Martial könnte vielleicht das Knie von Lamela noch getroffen haben. Deswegen gibt es jetzt auch Eckball. Jawohl, zweite Ecke im Spiel für die Gastgeber. Bastian Schweinsteiger bringt ihn direkt rein. Er kommt gut aufs Tor, gut, aber dann kommt leider keiner richtig ran. Konterchance jetzt vielleicht für die Tottenham Hotspurs. Da ist Harry Kane. So, jetzt wird es gefährlich. Die Tottenham Hotspurs kontern im Old Trafford über Kyle Walker. Der geht auch mit nach vorne. In der Mitte, wer ein Mitspieler. Die Reingabe ist zu. Genau, Manolas kann klären. Und jetzt mit Manchester United kurz vor der Halbzeitpause über Martial. Anthony Martial nimmt in der Mitte Bastian Schweinsteiger mit. Der kommt dann, läuft noch ein bisschen. Schweini legt nochmal quer, da ist Morgan Schneiderlin. Schneiderlin aber jetzt wird's eng, jetzt muss er das schnell zurückspielen. Und da ist Isco. So, weiter geht's zu Luke Shaw. Schöner Ball nach vorne, da ist Martial, guter Pass. Jetzt Anthony Martial will hier irgendwie durch. Martial zieht Isco. Isco dreht sich am Isco! Zu ungenau. Trifft hier leider nicht ins Tor. Wieder ist Hugo Lloris, der französischen Nationaltorhüter, souverän dazwischen. Aber weiter geht's. Manchester United macht jetzt nochmal richtig Dampf zum Ende dieser ersten Halbzeit. Da ist Juan Mata. Ab geht's nach vorne. Isco jetzt am Ball. Isco hat da drei Gegenspieler vor sich. Spielt erstmal zu Juan Mata und er sieht Matteo Darmian. Darmian müsste sich auch sehr, sehr oft offensiv ein. Jetzt wieder Juan Mata. Da ist Isco. Isco probiert es alleine. Ne, ich glaube, das wird nichts mehr in der ersten Halbzeit. Denn die Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft bereits. Es steht immer noch 0:0. Im Topspiel zwischen den Tottenham Hotspur. Aber erstmal Harry Kane, die Fahne bleiben und Harry Kane gegen Romero. Und Romero glanzvoll. So, und das war's auch mit der ersten Halbzeit. Es gab einen richtigen Knaller in der Nachspielzeit. Harry Kane. Normal macht er zwei Bälle rein, aber da will er den einfach zu locker über Romero drüber lupfen.
Deswegen bleibt sie beim 0:0. Aber es ist ein spannendes 0:0. Und ja, Tore hätten fallen können, sind nicht gefallen. Mal schauen, ob in der zweiten Halbzeit ein paar Tore fallen. Stimmung im Stadion, sehr, sehr gut. Und ja, jetzt gehen wir schon mal rein in die Halbzeitpause. Und dann geht es gleich weiter mit Halbzeit Nummer 2. So, und da wären wir wieder zurück bei der Halbzeit Nummer 2. Eric Dier bleibt bei den Tottenham Hotspurs draußen. Ryan Mason kommt rein ins Spiel bei den Gästen. Und jetzt geht es also weiter. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Manchester United gegen die Tottenham Hotspurs. 0:0 zur Halbzeitpause. Es gab gute Chancen für beide Teams in der ersten Halbzeit. Allerdings kein Tor. Das soll natürlich in Halbzeit Nummer 2 unbedingt besser werden. So, jetzt Kyle Walker am Ball. Herr Walker, weiter geht's zu Lamela. Der wird gedoppelt und gefoult. Freistoß. Nein, kein Freistoß. Und jetzt fällt die Chance. Wieder Martial auf dem Weg nach vorne. Anthony Martial. Ist er wieder auf sich allein gestellt. Jetzt kommt der Pass zwar zu Isco, aber Isco kommt da nicht vorbei am Gegenspieler. Und der Ball ist im Außen. Und ah, da hätte vielleicht Matteo Darmian diesen Ball ins Auslassen sollen. Aber er holt ihn sich nochmal zurück. So, Darmian zu Martial. Der ist die Morgen schneiden und sofort ist wieder Tempo drin bei Manchester United. Da ist Memphis Depay. Springt über den Ball drüber. Ist es auf dem Flügel. Memphis Depay sieht Luke Shaw. Luke Shaw im 16. Luke Shaw, der Linksverteidiger. Mit dem nächsten Abschluss. Allerdings auch dieser. Keine große Gefahr für Hugo Lloris im Tor von den Tottenham Hotspur. So, ab geht's in die andere Richtung. Da ist Christian Eriksen. Eriksen macht Dampf. Bekommt den Ball hier im Doppelpass zurück. Eriksen mit der guten Flanke in den Rücken der Abwehr. Allerdings stand da zum Glück noch ein Manchester United-Spiel. Und jetzt Anthony Martial. Der drückt jetzt auch in der zweiten Halbzeit extrem aufs Tempo. Wird hier bei gefoult. Und es gibt daher Freistoß für den Gastgeber. So, hier sehen wir die Tottenham Hotspurs. Müssen beim nächsten Mal zu Hause in London an der White Hart Lane gegen Stoke City ran. So, jetzt geht's weiter. Freistoß für Manchester United. Da ist Morgan Schneiderlin. Da geht's zu Luke Shaw. Luke Shaw sieht erstmal Huamata. Huamata wird hinterlaufen von Matteo Darmian. Gut gesehen. Aber sofort wieder zum Gegenspiel da. Wieder Huamata am Ball. Ah, versucht den Ball in die Mitte zu bringen. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt könnte die Tottenham Hotspurs hier richtig Gas geben. Über Mason. Neuer Spieler. Aber dann. Oh, Ballverlust hier gegen Harry Kane. Dembélé legt raus zu Mason. Nächste Chance hier für die Tottenham Hotspurs. Ja, Mason. Mason gegen Chris Smalling. Wo spielt er jetzt hin? Spielt erstmal zurück. Da ist Lamela. Lamela wird von Isco attackiert, aber hält erstmal den Ball. Und da ist der Ball weg. Oh, und dann Schweinsteiger verspringt der Ball. Nächste Chance hier für die Gäste. Da ist Chudley. Da ist Lamela. Ball geht in Mitte. Da ist wieder Chudley. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt muss einer ran und der Ball ist im Tor. Der Ball ist im Tor. Die Tottenham Hotspurs führen gegen Manchester United. Da passen sie nicht gut auf. Doppelpass hier und Chudley zieht in die Mitte rein. Wird nicht attackiert und hämmert den Ball ins kurze Eck. Das sieht auch Romero nicht gut aus. Das sieht auch Romero im Tor der Red Devils nicht gut aus. Und die Gäste aus London führen in Manchester. Chudley mit der 61. Minute mit der Führung für die Tottenham Hotspurs. Ja, jetzt ist hier auf jeden Fall die Stimmung ein bisschen geknickt. Manchester United war gut dabei und dann lassen sie einmal so einen Schuss zu und dann knallt's. Und zwar ordentlich. So, jetzt Luke Shaw. Jetzt muss sich Manchester United erstmal von diesem Schock erholen. Sie waren gut drin im Spiel, hatten ihre Chancen. Und die Tottenham Hotspurs führen auf jeden Fall. So, nächste Chance. Martial im 16, aber bekommt den Ball nicht, nachdem Isco versucht hat, ihn anzuspielen. Jetzt wird es natürlich eine schwere Nummer hier für die Red Devils. So, Mason, weiter geht's zu Son. Oh, und jetzt lässt natürlich Tottenham den Ball richtig gut laufen. Da ist Rose. Weiter geht's zu Son. Son kam, glaube ich, auch frisch ins Spiel. Son, nächste Aktion ist für die Tottenham Hotspurs und Romero. Romero muss da ran. So, nächste Chance. Ecke gibt's für die Gäste. Da kommt Christian Eriksen. Zur kurzen Ecke wird er ausgeführt. Matteo Darmian holt sie den Ball. Und jetzt Isco. Jetzt soll es schnell gehen bei Manchester United. Da ist Martial. Anthony Martial. Muss auf jetzt irgendwie vorbei an Rose. Schafft er. Jetzt wohin? Das macht er raus. Anthony Martial. In der Mitte ist Isco. In der Mitte ist Isco. Die Flanke ist gut. Isco! Das gibt es nicht. Hugo Lloris. Der war nicht gut platziert von Isco. Der war nicht gut platziert. Die hundertprozentige Chance für Isco
hier in seinem Spielerdebüt bei Manchester United im ersten Spiel das Tor zu machen. Und er schafft es nicht. Riesenchance. Unglaublich, wie man den nicht machen kann. So, nächstes weiter geht's. Mason am Ball. Da ist Son. Son setzt sie gut durch, legt vor für Mason und Romero aufs nächste geprüft. 17 Minuten sind noch zu spielen. Die Tottenham Hotspurs geben auch nochmal alles. Also es ist ein Hin und Her. Guter Schuss hier, Romero in höchster Not. Macht er aber gut. Und auch bei Manchester United gibt es jetzt ein paar personale Veränderungen. Wayne Rooney, Ander Herrera und Neuzugang Alex Teixeira kommen. Isco muss raus nach einem guten Spiel, genau Sebastian Schweinsteiger, Morgan Schneider, denn ja, Isco versteht sie, hat eine riesen Chance gehabt, er hätte den Ausgleich machen müssen, schafft es nicht, jetzt kommt Wayne Rooney und jetzt sind hier noch 15 Minuten zu spielen und das wäre die erste Saisonniederlage für Manchester United. Es wäre kein guter Auftakt. So, Eckball jetzt für die Gäste. Da ist Christian Eriksen. Bringt die Ecke in die Mitte rein. Romero auf dem Weg nach außen. Jetzt Memphis Depay legt weiter zu Wayne Rooney. Und Rooney versucht zu kontern. So, Wayne Rooney ist noch frisch. Corner Chance für Manchester United ist offen. Wayne Rooney mit dem Pass auf den Flügel. Das hat Tottenham geahnt. Das haben die Jungs geahnt. Und jetzt Doppelpass hier mit Harry Kane und Christian Eriksen. Aber wird unterbunden von der Abwehr bei Manchester United. So, jetzt Matteo Darmian. Weiter geht's zu Juan Mata. Ich glaube, die Kräfte lassen jetzt auch bei Manchester United so ein bisschen nach. Da ist Son. Son setzt hier super durch, macht er stark. Müsste jetzt die Flanke reinbringen. Bringt den Pass zu Mason. Mason, nächste Chance hier für Tottenham. Aber auch dieser Ball verfehlt sein Tor. Romero schaut da ganz in Ruhe zu. Und Mason kann die Welt nicht verstehen, warum dieser Ball am Tor vorbeigeht. Und wir sehen ja, die Tottenham Hotspurs, die stehen immer noch sehr, sehr hoch. Ich glaube, die wollen das Ding hier unbedingt gewinnen. Setzen Manchester United ordentlich unter Druck beim Spielaufbau. Und jetzt Luke Shaw am Ball. Luke Shaw sucht auf der anderen Seite erstmal Teixeira. Neuzugang kam von Schachtar Donetsk. Weiter geht's zu Matteo Darmian. So, Darmian. Vorne ist Martial. Jetzt die nächste Chance. 7 Minuten noch zu spielen. 7 Minuten noch zu spielen. Hier im Old Trafford. Wayne Rooney mit der Chance. Und Hugo Lloris. Dieser Lloris ist heute unüberwindbar. Stark gemacht. Aber wieder ist der Torhüter bei Tottenham Hotspurs im Vorteil. Kann auch diesen Ball parieren. Nächster Eckball für Manchester United. Da ist Memphis Depay. Bringt die Ecke gut rein. Die kommt gut. Und dann kommt Martial zum Kopfball. Aber auch dieser für Lloris kein Problem heute. Das ist unglaublich. So, jetzt Ball geht erstmal zurück. Da ist Romero. Komm, gib Gas, Romero. Wir haben keine Zeit. Romero mit dem Ball nach vorne. Da ist Juan Mata. Mata, weiter geht's zu Matteo Darmian. Er sucht natürlich in der Mitte Martial, aber er kommt dann auch nie an jeden Ball ran. So, jetzt Dembélé. 3 Minuten noch. 3 Minuten noch. Wird das die erste Saisonniederlage? Am ersten Spieltag. Lamela. United stört gut. Jetzt nochmal der Ball nach vorne. Da ist Manolas mit vorne. Der Innenverteidiger. Jetzt Martial. War im Abseits gestanden. Nein, sieht nicht so aus. Martial im 16. Was macht er nun draus? Martial. Hinten. Hinten. Da kommt Matteo Darmian. Das gibt es nicht. Matteo Darmian. Mit der 100%igen Chance. Und das war eine Riesenchance. Und hier nochmal der Schuss von Wayne Rooney und die Parade von Hugo Lloris. Und immer noch führt hier Tottenham und sie kriegen sogar den Abschluss. Das heißt, gibt es überhaupt noch eine Chance für Manchester United heute? Ich glaube, das wird es gewesen sein. Die erste Saison wieder. Lamela hier nochmal ordentlich unter Druck. Und dann kommt aber Wayne Rooney nicht ran. Der Ball nochmal in die Mitte. Und das könnte es gewesen sein. Manchester United nochmal Ball. Wayne Rooney. Weiter geht's zu Luke Shaw. Nochmal nach vorne der Ball. Da gibt es hier nochmal ein kleines Techtelmechtel. Und dann verliert Luke Shaw den Ball. Und das gibt nochmal Freistoß. Es gibt nochmal Freistoß für Manchester United. Das Old Trafford steht. Am ersten Spieltag. Und gleich so ein richtiger Knaller. Jetzt nochmal die Chance mit diesem Freistoß. Ander Herrera. Bringt den Ball nochmal ein bisschen zu kurz. Da verspringt Juan Mata den Ball. Juan Mata nochmal mit der Chance in der letzten Sekunde. Und er bringt ihn nicht gut genug aufs Tor. Und das war's immer noch nicht. Nochmal Manchester United. Nein, das war's. Das war's. Manchester United verliert am ersten Spieltag gegen die Tottenham Hotspurs mit 1:0. Tja, also Leute, es wird eine richtig geile Saison, habe ich im Gefühl. Legende ist knackig.
Und das haben wir heute gesehen. Also, es wird kein Spaziergang werden. Es wird alles andere als ein Spaziergang werden. Hier der Torschütze Chudley. Und wir haben es einfach nicht geschafft, den Ball im Tor nur zu bringen. Die Chancen waren da. Isco wahrscheinlich mit der größten Chance. Aber Lloris war gut. Und es wird, glaube ich, eine richtig coole Saison. Ich freue mich extrem drauf. Klar, eine Niederlage ist immer scheiße, aber mein Gott, das nehmen wir hin. Wir ziehen unsere Schlüsse aus diesem Spiel und beim nächsten Mal werden wir anders an dieses Spiel rangehen. Wir hätten Tore schießen können, haben es nicht geschafft. Und hier, ja, Hugo Lloris, für mich der beste Spieler heute. Hier nochmal die Bilanz. Manchester United hatte mehr Chancen. Aber einmal kommt Chudley durch bei Tottenham und dann macht er den rein. Bestes Spiel heute, ja. Hugo Lloris mit einer 8,9, absolut zu Recht. Martial, bester Spieler bei Manchester United. Hat gut gespielt, aber er hat das Tor nicht getroffen. Und damit ist also der erste Spieltag und die erste Saisonniederlage da. Das ist schon ein bisschen heftig. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir unser erstes Spiel direkt verlieren. So, das heißt, wir werden auf jeden Fall ein bisschen was tun müssen. So, wir löschen erstmal diese Nachricht und dann sehen wir, haben ein Transferangebot für diesen Herrn hier. Und er geht zu Dortmund. Ja, viel Spaß bei Dortmund. Das wirst du auf jeden Fall da haben. So, Spiel ist verliehen. Dann haben wir Anthony Martial, bedankt sich, dass er spielen dürfen, aber es hat leider nicht ganz geklappt. Es hat leider nicht zum Sieg gereicht. Schade, schade. Ja, das ist echt ein bisschen unerwartet. So, ich mach mal ganz kurz Training. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wir werden natürlich noch ein paar Transfers machen, aber das sehen wir dann gleich. Also, ich mach zuerst Training. Bis gleich. So, Training vorbei. Lief mal wieder ganz gut. Ja, haben es wieder alle ganz gut verbessert. Gut, dann schauen wir weiter. Beim nächsten Mal müssen wir, glaube ich, gegen West Ham United, wenn wir... Nee, gegen Aston Villa müssen wir. Gegen Aston Villa beim nächsten Mal. Sollte machbar sein. Gut, Tottenham Hotspur war auf jeden Fall der auch ein Punkt drin, aber wir haben es leider nicht geschafft. Aber wie gesagt, Leute, wir spielen auf Legende. Hier nochmal für alle, die was mir nicht glauben. Hier Legende, gut. Ja, wir spielen auf Legende. Das wird eine schwere Saison, aber ich glaube, die wird ziemlich cool werden. Und wenn wir es zum Schluss wirklich schaffen, sollten das am Meister sind, da haben wir uns wirklich richtig erkämpft. Gut, wir simulieren erstmal vor, kriegen hier nur die zwei Angebote, die was wir akzeptieren können. Ja, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Spieler einkaufen. Also wir werden Linksverteidiger und Rechtsverteidiger. Und ja, dann werden wir mal schauen, ob wir die zwei noch holen können. Jetzt kriegen wir gar nichts rein. Doch hier haben wir einen Transfer für Roswell. Werden wir annehmen, 2 Jahre Leihe. Weil, ja, so die jungen Spieler, die brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht so unbedingt. Weil, wie gesagt, ich spiele nur eine Saison. Und ja. Sonst gab es nichts. Das heißt, wir machen schon Schluss für heute. Dann sage ich danke fürs Zuschauen an dieser Stelle. Hier der erste Spieltag. Aston Villa ist auf Platz 1 zusammen mit dem FC Chelsea. Liverpool dahinter, dahinter ist Manchester City, Newcastle, West Ham, Everton, die Tottenham Hotspurs. Und ja, wer große Verein hat verloren? Der FC Arsenal hat auch verloren. Und zwar mit 2:1. Das heißt, sie haben gegen Newcastle oder West Ham verloren. Ja, auf jeden Fall interessant. Im nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall die 3 Punkte holen. Ist auf jeden Fall machbar gegen Aston Villa. Und dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal im Old Trafford. Bis dahin und ciao.